Hallo und herzlich willkommen zurück bei uns. Ich bin Sandy und heute wieder Rival Stars Horse Racing. Ihr merkt schon, Leute, ich bin mega am Suchten von Rival Stars. Ich liebe dieses Spiel. Ich spiele es so mega oft, auch privat, Leute. Ich sehe gerade, hier ist so viel los. Ich weiß gar nicht, was ich als erstes machen soll, Leute. Gucken wir uns als allererstes mal die täglichen Aufgaben an. Und unsere Maus ist natürlich auch erwachsen. Ich kann euch gleich mal Spoiler-Alarm sagen. Ich habe komplett reingeschissen, Leute. Okay, was haben wir denn hier? Treibe Handel. Zweimal Stahl. Ja, das könnten wir doch machen. Bei Stahl habe ich nämlich so mega, mega viel. Das ist doch, glaube ich, ein gutes gewesen. Nimm an 7 Rennen teil. Das sollten wir auch schaffen, Leute. Hole 2 Auszahlungen aus dem Gehöft ab. Das schaffen wir definitiv heute auch noch. Wir holen jetzt erstmal die Auszahlungen ab. Ich glaube, ich habe noch... Oh, ich habe doch 3000. Oh mein Gott. Yay! Und wir bekommen noch Geschwindigkeitsfutter, glaube ich, war das gerade. Das ist doch mega nice. So, dann können wir Training abschließen von der Laut. Die ist jetzt mittlerweile Level 12, Leute, und ich kann sie mittlerweile sogar schon auf Level 16 bringen. Das ist mega cool, Leute, oder? Ich hätte gesagt, wir trainieren sie einfach gleich mal weiter. Und dann haben wir noch ein neues Rennen. Nee, das ist nicht neu, Leute. Da bin ich schon gegangen. Da habe ich 47, 49 und 86, Leute. Da habe ich komplett, also, ne, da hatte ich, also... Reden wir nicht drüber, Leute. Da gehen wir gleich auf jeden Fall, hätte ich gesagt, noch eins und gucken, ob wir unsere Zeit irgendwie noch retten können, weil traurig, Leute, traurig. Aber dann holen wir die kleine Maus ab. Ich bin mega gespannt, wie sie erwachsen aussieht. Sie ist ein absolutes Traumpferd. Sie ist unser Traumpferd, unser aller Traumpferd, hätte ich gesagt, weil ihr habt mir alle in die Kommentare geschrieben. Sie ist perfekt, sie ist wunderschön. Bitte verkauf sie nicht, bitte tu uns das nicht an. Und ich denke mir so, hey, kein Druck, Leute, ne? Absolut kein Druck. Bevor wir sie holen können, muss ich noch ein Pferd verkaufen. Und das Problem an dem Ganzen ist, ihr schreibt mir immer, bitte verkauf nicht den, bitte verkauf nicht den. Das Problem an dem Ganzen ist, wenn wir nicht Pferde verkaufen, dann können wir keine neuen Pferde mehr züchten. Denn eine Box hinzuzufügen kostet 1000 Gold, Leute. Und bevor ich 1000 Gold hergebe für eine Pferdebox, möchte ich tatsächlich erst noch ein paar Ausrüstungsteile kaufen für meine Pferde, weil die Default-Ausrüstung finde ich einfach super hässlich und mir ist klar, dass es besser wäre, wenn wir das in Boxen stecken, aber ich habe einfach mega viel Spaß dran, Ausrüstung für meine Pferde zu kaufen, von daher möchte ich das nicht unbedingt machen. Wir haben hier einmal Charm Creation. Er kann auf jeden Fall eigentlich ausziehen. Calorie Chariot übrigens ist austrainiert, Leute. Und sie hat absolute Knallerwerte von 77, 72 und 74. Und da merkt euch die Werte, Leute. Merkt euch die Werte. Pretend Past hat 73, 72 und 74. Leute, sie ist einfach mal 4 auf Geschwindigkeit besser wie Pretend Past. 4. Somit, und sie läuft 2200, er läuft 2000, sie läuft gerne vorne, er läuft Mitte, wobei das eigentlich vollkommen egal ist, Leute. Mitte ist eigentlich auch ganz, ganz in Ordnung. Aber, Leute, ich sag's euch, Calorie wird das beste Pferd ever werden auf Stufe 2 von mir. Deswegen habe ich mich dazu entschlossen, dass ich Pretend Past verkaufe. Ich weiß, es ist das erste Pferd, das ich jemals gewonnen habe. Ich kann mir aber immer noch alte Videos angucken von ihm. Ich möchte jetzt im Moment meinen Dreier Deckhengst noch nicht hergeben, weil ich mit ihm eventuell nochmal züchten möchte. Und mit Pretend Past möchte ich eben nicht nochmal züchten, weil es ist so, dass sich halt die guten Werte vererben können. Also die prozentuale Wahrscheinlichkeit ist halt einfach größer, dass ein besseres Pferd rauskommt, wenn man mit Knallerwerten züchtet. Und deswegen, Leute, müssen wir uns leider von Pretend Past verabschieden. Mein wunderschöner Bob. Es ist mir nicht leicht gefallen. Ich habe lange drüber nachgedacht, welches Pferd ich verkaufen möchte. Und ja, ich habe mich dann für ihn entschieden. Und jetzt, nein, ich möchte... Nein, nein, nein. Moment, das ist ja laut, Leute. Das ist laut. Wo ist... Hier ist Pleasant Perspective. Da ist sie, Raindrops Rule, Leute. Leider Gottes habe ich einmal reingeschissen und habe jetzt nur noch den mittleren Bonus. Ich weiß gar nicht warum, weil ich dachte, ich habe innerhalb von den 12 Stunden gefüttert. Das hat aber leider trotzdem nicht mehr ganz gereicht. Und ja, was soll ich sagen, Leute? Ich hätte gesagt, wir holen sie ab, weil, ne? Was sollen wir sonst machen? Da ist sie!
Wow. Oh mein Gott, Leute. Sie ist so schön. Sie ist so schön und sie ist so knapp, ihr habt es mir auch in die Kommentare geschrieben, so knapp an dem perfekten Pferd vorbei. Sie wäre beinahe das perfekte Pferd gewesen, denn mit den Werten, den sie hat, hätte sie auch ein Stufe 3 Pferd sein können, und zwar das bestmögliche Stufe 3 Pferd. Aber sie ist ein Stufe 4 Pferd, somit ist sie das schlechteste, hätte ich gesagt, aber was sollen wir machen, Leute, ne? Es ist, wie es ist. Oh mein Gott, man sieht ihre Deppels. Oh. Sie ist so wunderschön. Sie ist so unfassbar schön. Ihr habt geschrieben, dass wir doch mit ihr weiterzüchten sollen. Leute, das macht aber gar keinen Sinn, wenn wir mit ihr züchten, denn sie hat schlechte Werte. Und das, was sich am besten vererbt, sind schlechte Werte. Es ist wirklich so, Leute. Werte vererben sich auf jeden Fall. Das heißt, wir müssen gucken, dass wir mit den bestmöglichen Werten züchten. Und sie hat wirklich keine guten Werte. Das heißt, mit ihr werde ich auf keinen Fall weiterzüchten, also zumindest jetzt nicht im Moment. Lasst uns doch einfach jetzt erstmal reingehen und gucken. Ich möchte gerne mit Calorie Chariot züchten, denn Calorie ist richtig gut. Und wenn ich mir jetzt überlege, wir könnten Stufe 5 Pferd hernehmen. Schaut mal, da haben wir 83% Stufe 3 Wahrscheinlichkeit. Wir müssten zwar Gold hergeben, aber das wäre nicht so dramatisch. Charmed Creation. Oh, Charmed Creation könnten wir auch hernehmen, Leute. Da haben wir 73%ige Wahrscheinlichkeit, dass wir ein Level 3 Pferd bekommen. Was gibt's denn noch für Pferde? Hier haben wir eine Stufe... Ach so, der ist nur mit Gold. Der ist auch mit Gold. Oha. Und hier ist der Star Club Hengst. Hat der gute Werte? Ja, nee, nicht wirklich, oder? Er hat nie, ja, wobei, er hat aber auch nicht gute Werte. Leute, ich bin ein bisschen lost. Der braucht auf jeden Fall nicht so viele. Wir gucken ihn mal an, was er im Stammbaum hat. Er hat 141 auf Max. Er ist weich und Mitte. Ah, das klingt aber nicht schlecht. Und auch 2400. Oh, er hat einen Smokey und einen Tobiano im Stammbaum. Das könnte sogar ein Rabbi sein. Leute, wollen wir es mit dem probieren? Ich meine, es ist ein bisschen crazy, Leute, ne? 22.000 rauszuhauen für dieses Pferd. Es ist ein bisschen crazy und es dauert 4,5 Stunden. Why? Ja, so lange möchte ich jetzt aber ehrlich gesagt nicht warten. Oh mein Gott, das mit ihm dauert es 3 Stunden. Was hat denn er für Werte? Oh, er hätte ein helles, aber sonst hat er nichts Besonderes im Stammbaum. Wir müssen einfach immer mal ein bisschen gucken, Leute. Vielleicht ist doch Charmed Creation the way to go. Leute, wie wäre es, wenn wir es nochmal mit ihm probieren? Weil er ist auch vom Pretend Past. Dann hätten wir auch nochmal Nachkommen. Das fände ich auch cool. Also ein doppelt Nachkommen, weil Calorie Chariot ist ja auch von ihm. Leute, lasst es uns mit Charmed Creation probieren. Ich habe jetzt ewig lang überlegt, aber lasst es uns mit Charmed Creation und Calorie Chariot probieren. Da haben wir auch nur 45 Minuten, Leute. Ansonsten sitzen wir jetzt hier 4,5 Stunden. Also ich sitze hier 4,5 Stunden und muss warten, Leute. Wir drücken Züchten und oh Gott, Leute. Drückt die Daumen, dass da was richtig, richtig Tolles bei rumkommt. Und dann ist es soweit, Leute. Wow. Stufe 3? Nein, Leute. 44. Was soll ich dazu sagen, Leute? Guckt mal, sie hat blaue Augen. Sie ist ein Snowflake. Sie hat ein rosa Schnäuzchen. Sie ist ein absoluter Traum. Und hat Werte von 44. Ja, ne? Also, ich, ne? Bin mir nicht ganz sicher, was wir sagen sollen dazu. Ich glaube nix. Standard Duke. Aber es ist doch ein Mädchen, Living Drop. Das ist süß. Also wir werden sie auf keinen Fall behalten, Leute, weil sie ist zwar ein Stufe 3 Pferd und sie ist so hübsch. Oh mein Gott, sie ist so hübsch. Aber, Leute, sie ist einfach mal wieder nicht gut genug. Sie hat auch nur 1000 Meter Distanz.
Geläuf ist weich und Position ist vorne. Okay. Ja, das wäre jetzt nicht so tragisch. Ich meine, Distanz 1000 ist problematisch, Leute, weil am besten sind 1600 bis 2200, weil das einfach die meisten Rennen im Live-Event abdeckt. Aber ich glaube, er hat nur 900, Leute. Vielleicht ist es schlauer, wenn wir Charm Creation hergeben und es mit einem anderen Hengst probieren. Die Frage ist eben nur, mit welchem. Wir könnten es auch mit Remedy probieren. Das könnten wir tatsächlich auch machen. Jetzt versorgen wir die kleine Maus erstmal. So, kriegst du was zu essen? Du bist auch so prima. Ach, guckt mal, sie sieht aus wie unsere Karotte aus Star Stable. Ach, sie sieht aus wie unsere Karotte aus Star Stable. Ach, sie ist mega knuffig, Leute, mit ihren blauen Augen, ne? Sehr, 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 sehr süß. Gott, die Fohlen sind hier im Spiel so unfassbar niedlich, Leute. Guckt sie euch an. Ach, was für ein Drama. Ein Drama jagt das nächste, Leute. Ein Drama jagt das nächste in diesem Spiel. Dann hätte ich aber gesagt, gehen wir noch einmal ein Live-Event. Und zwar wäre ich gerne dieses Live-Event nochmal gegangen. Denn hier gibt es Second Wind, glaube ich, heißt es. Second Wind, die Fähigkeit Second Wind. Und ja, das wäre jetzt der absolute Idealfall. Raindrops Blossom ist nicht perfekt. Denn wir bräuchten ein mittleres Geläuf und 1200 Meter Distanz, was ehrlich gesagt mega, mega selten ist. Aber wir haben auch definitiv kein besseres Pferd, Leute. Oh mein Gott, guckt euch Raindrops Rule an. Sie ist so bildschön, ich weiß nicht, was ich sagen soll, Leute. Wir starten auf jeden Fall das Rennen mit Raindrops Blossom und wir gehen, glaube ich, El Trueno. Horses and jockeys ready for the off at El Trueno. Dubious Basket, the favorite for this race. Raindrops Blossom, hoping to prove the punters wrong. Okay, also wir haben nicht so, ne? Also bei uns ist nicht so. Wir probieren einfach... Oh Gott, das war so knapp der perfekte Start, Leute. Es war so unfassbar knapp. Und ich habe aber auch nicht die perfekten Fähigkeiten ausgestattet, weil ich mir das immer aufhebe für besondere Sachen. Jetzt könnten wir vielleicht drüber. Ja! Das läuft gut, das läuft gut, das läuft gut, Leute. Oh mein Gott, das läuft gut. Meine Bestzeit ist 1,09. Guckt mal, die haben das jetzt gemacht. Ich hatte ja gesagt, es wäre so toll, wenn man die Bestzeit irgendwie sehen könnte. Und jetzt kann man das sehen. Das ist ja... Oh nein. Oh nein. Wir sind zu schnell. Bitte. Als ob jetzt der Sprint nicht mehr lädt. Weil wir zu schnell sind. Ja, wir sind die schnellsten bis jetzt, also im Moment. Wir dürfen es jetzt aber nicht verkacken, Leute. Wir haben leider keinen Sprint mehr. Also der Sprint lädt nicht mehr schnell genug. Aber jetzt passt auf, wir fangen gleich an und zwar jetzt. Lauf! Lauf, Mädchen! Lauf, 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 zieh durch! Zieh durch, zieh durch, zieh durch, zieh! Oh nein, 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 es war ein bisschen zu früh. Och Gott, Leute. Oh, meine Nerven. Jetzt bin ich aber gespannt, ob ich jetzt besser oder schlechter abgeschnitten habe. 37. Ja, ist immer noch schlecht, Leute, aber ist besser. 1,8863 haben wir geschafft. Ja, gut. Besser wird's vermutlich nicht, Leute. Besser wird's vermutlich nicht. Das ist natürlich ein bisschen schade, aber was soll man tun? Wir sind immer noch Preisstufe 4. Das heißt, wir haben es nicht besser gemacht. Wir müssten unter den ersten 30 kommen, dass wir die Fähigkeit in Silber bekommen. Das, glaube ich, können wir tatsächlich vergessen, weil es so ist, Leute. Dann hätte ich aber gesagt, war's es mit dieser Folge von Rival Stars Horse Racing. Falls euch das Video gefallen hat, würden wir uns natürlich über ein kostenloses Abo von euch freuen. Über einen Like oder einen Kommentar. Und dann hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Danke fürs Zuschauen. Servus!